Da ist er, der böse SpongeBob. Oh mein Gott, sieht er gruselig aus. Und wer ist das denn? Und aha, das ist Plankton. Er ist auch am Start. Und Alter, schaut euch mal seine Zähne an. Und da sind wir schon angekommen. In der großen Krabbe. Große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Und da schon Plankton. Hallo, ich brauche Hilfe, um die geheime Formel von Krabs zu erhalten. Und wir müssen hier schleunigst raus und dem bösen SpongeBob entkommen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir sind mal heute eingesperrt in der großen Krabbe. In Bikini Bottom sind wir am Start. Ihr seht es, da ist die große Krabbe. Und irgendwas ist mit SpongeBob los, Freunde. Er ist irgendwie ganz, ganz böse geworden. Und da ist auch schon Plankton. Und er sagt schon, dass er die Geheimformel braucht, wie man es von Plankton kennt. Und ich würde sagen, Freunde, erstmal Fußbrechen. Ja, wir müssen jetzt schleunigst einen Weg hier nach draußen finden. Und ich würde sagen, Freunde, ab geht es. So, jetzt hier bloß nicht in die Pfütze fallen. Wir müssen jetzt hier, auf den Tischen vor der großen Krabbe jetzt hier rausgehen. Und tschüss, Plankton, auf Nimmerwiedersehen. Nichts wie raus hier. Oh mein Gott, was? Da ist der. Der böse SpongeBob. Schaut ihn euch mal an. Wie sieht er denn aus? Und er macht hier gerade die leckeren Burger oder irgendwie sowas. Wow, der flippt hier einfach. Hallo SpongeBob, ich muss hier einmal. Wow, vorbei. Oh mein Gott, war das knapp. Und let's go. Er macht hier gerade die leckeren Krabbenburger. Aber irgendwie sieht er ganz komisch aus. Hauptsache, er hat ein Haar einfach nur oben. Eieiei, okay, dann würde ich sagen. Oh, über die Fritteuse müssen wir jetzt drüber. Und das war der falsche Weg. Und müssen wir uns jetzt hier für die richtige Pommes entscheiden. Okay, links, rechts, rechts. Okay, ihr sagt rechts. Ich folge einfach den anderen. Und die Mitte war's. Let's go. Alles klar. Und Plankton ist wieder da. Alles klar. Was sagt ihr jetzt? Mist, eine Sackgasse. Verwende diese Blasen, um zur anderen Seite zu gelangen. Alles klar, Plankton. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dir mal vertraue. Aber wir müssen jetzt hier warten, bis da so eine Blase kommt. Und jetzt müssen wir nur vorsichtig auf den Blasen und jawohl. Da haben wir das Ganze auch geschafft. Und wo sind wir jetzt hier angekommen, Freunde? Hier ist anscheinend hier die Riesenküche. Genau, ihr seht es, wo die ganzen Krabbenburger und alles gebraten werden. Und Tomaten, hier haben wir die ganzen Zutaten, Tomatensalat. Was ist eigentlich alles in deinem Krabbenburger drin, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, Was sind das hier für Geräusche? Und, oh mein Gott, wir haben hier Messer, den wir ausweichen werden. Also ich hoffe, ein Centex gehört nicht zu der Krabbenform, Krabbenburger Geheimformel. Ich glaube, das schmeckt nicht so lecker. Wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig, let's go, an den scharfen Messer vorbei. Wow, ab geht es, ab nach unten. Plankton ist wieder da, Freunde, alles klar. Ich weiß, was du tust. Springe schnell auf diese Patties, um zu dieser Tür zu gelangen. Alles klar, du hässliche Erbse. Ich weiß Bescheid. Wir müssen anscheinend runterspringen. Sind das die Krabbenburger, Freunde? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das Krabbenburger sind. Alter, wie hoch wir fliegen. Let's go. Alles klar, wir müssen jetzt anscheinend zu der Tür. Und hier sind schon überall Fliegen und sowas. Das ist ja wirklich ekelhaft. Ab geht es, Freunde. Und jetzt nichts wie raus hier aus der großen Krabbe. Und, Plankton! Du bist immer noch da. Und wo sind wir? Und wieso hängen da überall so Hände und sowas? Und hey, ist das nicht das Büro von Mr. Krabs, Freund? Hier sitzt doch immer Mr. Krabs, oder? Und zählt dann hier seine Moneten. Oh ja. Hey, was ist jetzt los? Finde einen Schlüssel, um den Safe zu öffnen. Alles klar, Plankton. Wir müssen jetzt hier einen Schlüssel hier zusammensuchen anscheinend. Wo könnte denn hier... ein Schlüssel sein. Hier drin, da haben wir ihn. Und damit können wir jetzt anscheinend, hier den Safe öffnen. Oh, ist da die Geheimformel drin, Freunde? Von den Krabbenburgern, die müsste doch hier drin sein, oder? Haben jetzt Plankton irgendwas gezeigt und... Hier ist der Tresor mit dem ganzen Geld und... Wo ist diese Formel? Oh ja, Plankton sucht sie natürlich sein Leben lang, die Geheimformel. Und wir sind jetzt hier im Tresor drin. Schaut euch das Ganze an. Hier ist das ganze Geld von Mr. Krabs einfach drin. Seine Moneten sind hier drin. Und wir müssen aber jetzt hier probieren, aus seinem Tresor hier irgendwie rauszukommen. Ab geht es nach oben. Aha, hier geht es entlang. Hallo, einmal dritter Stock bitte. Vielen Dank. Und jetzt, alles klar, hier rüber, zack, zack, und jawohl, okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, und jetzt nichts wie raus aus dem Tresor, wir haben es geschafft, Freunde, wir sind draußen,
Oh, oh, ich glaube, wir sollten rennen. Ah, schnell hier weg. Oh mein Gott, der böse SpongeBob ist hinter uns her. Was geht ab? Schaut ihn euch mal an. Alter, sieht hier hässlich aus. Siehst du hässlich aus? Putz mal deine Zähne. Oh Gott, jetzt schnell hier weg. Schnell hier weg und an den Spikes. Woo, vorbei hier. Alles klar, lass erstmal eine kleine Pause machen. Und guck mal, hey, komm doch, komm doch. Oh mein Gott, okay, er ist übel schnell. Aber schaut euch mal an, wie er tatsächlich aussieht. Und jetzt ganz, ganz schnell, Freund, hier entlang. Das ist die Ananas. Das ist die Ananas, Freunde von SpongeBob. Müssen wir da jetzt rein? Müssen wir jetzt in die Ananas gehen, Freunde? Wer wohnt hier in Ananas? Ganz tief im Meer. SpongeBob. Aber diesmal der Böse. Und was ist mit Thaddäus Haus passiert? Hier ist doch eigentlich Thaddäus Haus und hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Nee, hier ist Patrick. Aber anscheinend ist er auch nicht da. Das bedeutet, wir müssen jetzt ins Haus von dem bösen SpongeBob gehen. Oh Gott, ich hoffe, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Und hey, Plankton, mein alter Homie, da bist du ja wieder. Es gibt einen Knopf, um die Tür zu öffnen. Geh und finde sie. Alles klar, wird gemacht hier, Plankton. Und wie sieht's denn hier aus in SpongeBobs Haus? Schaut euch das Ganze an. Vor allem, wo ist Gary? Hey, Gary, wo bist du? Na, alter Racker? Und, hier ist... wo sind wir jetzt hier, Freunde? Da ist der Knopf da drüben hinten. Alles klar, dann würde ich sagen, müssen wir das Ganze hier einmal auflösen. Genau, let's go. Da haben wir den Knopf hier auf jeden Fall aktiviert. Sehr, sehr gut. Und damit gehen wir jetzt weiter in den nächsten Raum. Da ist der Gary, Freunde. Alter, der sieht ja müde aus, ey. Wach nicht auf. Ich glaube, die Formel ist in Garys Schale. Schau es dir an. Was? Die Geheimformel ist in Garys Schale drin? Warte mal. Oh Gott. Was? Wir sind jetzt in Gary drin. Wir wurden jetzt aufgefressen von Gary. Oh Gott. Was geht denn jetzt los? Wir sind in Gary. Jetzt, um diese Formel zu finden. Ach Mann, was willst du denn mit dieser komischen Formel hier machen? Mit der Geheimformel? Das würde dir doch auch nichts bringen, Plankton. Igitt. Das ist jetzt hier der Magen von Gary. Das hat er alles gegessen. Was ist Snail Bites? Also Schneckenfutter. Ist das hier? Solche ekligen Burger und Dosen. Alter, der trinkt nicht nur die Dosen, sondern der isst einfach die ganzen Dosen mit runter. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt hier aus Gary raus. Und vielleicht wird jetzt irgendwo, wie Plankton gesagt hat, irgendwo hier die Geheimformel sein. Ich will es natürlich hoffen. So, jetzt ganz, ganz schnell. Boah, das war knapp. Bloß nicht runterfallen. Und alles klar. Weiter geht's. Wow, was ist das denn? Das ist das Herz von Gary. Schaut euch das Ganze an. Oh mein Gott, okay, dann würde ich sagen, wir sind, glaube ich, dem Ausgang von Garys Körper sehr, sehr nah. So, jetzt müssen wir nur noch, alle hoppa, hier ab nach oben springen. Perfekt. Und jetzt geht es weiter. Junge, was hat er alles gegessen? Burger, was sind das? Sind das die Pilze oder irgendwie sowas? Salami, Tomaten, wirklich nur Burger. Ich glaube, SpongeBob bringt die Krabbenburger und dann, bringt er das Gary zum Füttern. Und, oh Gott, das ist ja ekelhaft. Ich glaube, Freunde, es gibt nur, einen Weg aus Gary raus. Und zwar, ey, steh auf. Irgendwie, ich kann nicht mehr aufstehen. Wir müssen nämlich jetzt einmal den Hinterausgang auswählen. An allem vorbei. Ich halte mir die Nase zu. Aua. Und, wow, perfekt gelandet. Ab geht es jetzt hier nach draußen von Gary. Und haben wir es geschafft, Freunde? Wir haben es. Das Plankton. Ja, wir haben es geschafft. Die Formel gehört mir. Da ist sie. Die krosse Krabbe Geheimformel. Oh mein Gott. Und das war's jetzt, Freunde. Wir haben den Orb jetzt tatsächlich erfolgreich beendet. Schaut euch das Ganze mal. Und hey, Gary. Da ist er immer noch, Junge. Schläft er? Schläft er mit offenen Augen oder was? Da ist hier Gary am Start. Was gibt es hier, Freunde? Alle sind... Wow, das sieht ja dämlich auf. Ich habe jetzt eine Grafikkarte auf meinem Kopf drauf oder was? Was geht denn alles hier ab? Alles klar. Okay, dann lass das Ganze mal abziehen. Und na toll, jetzt habe ich keine Haare. Es sieht immer bekloppter aus. Let's go, Freunde. Aber wir haben es jetzt hier tatsächlich hier geschafft, dem bösen SpongeBob zu entkommen und auch der großen Krabbe zu entkommen. Es gibt sogar verschiedene Gesichter. Was ist mit mir passiert? Wie sehe ich denn aus? Ich bin so müde und gestresst. Oder hier gibt es... Wow, was ist denn hier los? Plankton hat die Geheimformel geklaut. Oder...
Darüber muss ich einmal nachdenken. Und Freunde, eine Glatze steht mir echt nicht, muss ich sagen. Das sieht wirklich total lustig aus, ey. Ich mit der Glatze, okay. Hier gibt es noch ein anderes Spiel, was wir uns umschauen können. Und hier, guck mal, jetzt bin ich schneeweiß am Start. Oder lila, Freunde, guck mal. Das passt doch perfekt. Oder jetzt sind wir selber SpongeBob und so gelb. Oh ja, aber das Wichtigste ist, dass wir es wirklich geschafft haben. Hier wird Planto dabei geholfen, die Geheimformel zu bekommen. Ja, bedank dich mal bei mir. Oh ja. Und ja, Gary ist ein bisschen müde. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt aus der großen Grabe ausgebrochen sind und dem bösen SpongeBob entkommen sind. Oh ja. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das ist bei euch ein Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.